willkommen, Freunde, bei Cayman und Flexi. Flexi, hast du das ganze Hauptquartier abgedichtet? Alles ist zu, alle Rollläden sind zu, alle Türen sind abgeschlossen, Mann. Da draußen läuft nämlich ein Serienmörder rum, Alter. Ein Serienmörder? Wissen wir das von unseren Freunden und Familien? Keiner traut sich mehr wirklich aus dem Haus, weil genau jetzt um diese Uhrzeit ein Serienmörder rumläuft. Diese Person heißt John Pork, Alter. John Pork, und es ist ein Schwein. Es ist richtig verdammt. Schrei doch seinen Namen nicht, sonst kommt er uns heimsuchen. Das wir gehen du sogar doch. Seit zwei Tagen ja, nicht mehr zum Supermarkt und kaufen Essen. Wir lassen uns das Essen heimliefern. Wir lassen nur noch das Essen liefern. Warum? Weil wir uns beide nicht mehr aus dem Haus trauen. Bist du ganz sicher, dass du alles hier gemacht hast vorne? Ich hoffe, es ist doch hast alles zu. Hast du auch die Dreifachriegel verschlossen von der Tür? Alle Riegel plus doppelt abgeschlossen. Du weißt, es ist klack, klack, doppelt abgeschlossen. Das ist wichtig. Wisst, Leute, unsere Freunde haben gesagt, draußen irgendwo bei einem Spielplatz wurde John Pork zuletzt gesehen. Micha hat es gesagt, Nähe, bei unserem Spielplatz. Ihr wisst doch, da haben wir schon jeden getroffen. Aber diesen Serienmörder will ich gar nicht. Dafür. Micha kommt nicht mehr aus dem Haus. Die ganze Familie von Micha, also unser bester Freund, kommt nicht mehr aus dem Haus. Tom, seine Familie von der Kamera, der ist zum Glück hier noch, Alter. Das hatten wir noch nie, dass wirklich alle ein Serienmörder sperren sich hier ein, in der Nähe ist. Weil sie verdammt Angst haben, Mann. Das ist ein Schwein mit einem Messer, John Pork. Sein Name, erwähne nicht seinen Namen. Sonst wird er uns heimsuchen, wie oft noch, Cayman. Unsere Freunde und Familie haben uns deshalb gebeten, Leute, dass wir ihn mit der Drohne suchen. Aber ich genau. Und dass uns beide nichts Bock passiert, deshalb lasst jetzt mal alle ein Like da. Bitte, like jetzt ins Video, und schreibt Cam und Flexi, John, nichts passiert. J-O-H-N in die Kommentare, dieser John, okay? Dieser John, Flexi, sieht gefährlich, Mann. Ich will ihn nicht finden. Und was werden wir finden, Mann? Ihr lasst ein Like da. Schaut es. Wir müssen aber die ganze Ehre hier absuchen, John, dass Pork. Wir wissen, wo er ist. Ganz genau, wir müssen wissen, wo das Schwein ist. Deshalb müssen wir die Drohne auf jeden Fall starten, Mann. Komm, wir holen die, Mann. Abflug. Und Flexi, siehst du John Pork, Mann? Nein, Mann, ich sehe noch niemanden, zum Glück. Aber wir werden jetzt diese Drohne durch diesen Fensterschlitz starten lassen, weil ich traue mich nicht raus. Ich auch nicht, mein Freund. Let's go, Alter. Let's go. Ich sehe nicht, Mann, aber ich würde sagen, wir starten die Drohne jetzt hier. 3, 2, 1. Das ist unser alter Spielplatz. Hier haben wir früher als kleine Kinder immer gekickt. Erinnerst du dich noch, Flexi, Mann? Ja, da war ich die ganze Zeit, Mann, jeden Mittag und hab Fußball gespielt. Und hier wurde angeblich John Pork das letzte Mal gesehen. Leute, mit der Drohne haben wir schon jeden überwacht. Wednesday Adams, Grimace, alle Leute. Und ich war immer froh, wenn wir sie erkannt haben. Aber dieses Mal habe ich wirklich die Hoffnung, dass wir diesen Massenkiller nicht sehen. Aber wenn wir ihn sehen, Freunde, wenn wir ihn sehen, lasst einen dicken Like da. Leute, lasst ein Like da. Ich hoffe dieses Mal, dass wir mit der Drohne ihn nicht sehen. Wenn wir ihn sehen, dann können wir ihn vielleicht zur Rache stellen, Mann. Bist du wahnsinnig? Der ist gefährlich. Der ist super gefährlich. Siehst du das? Wir trauen uns nicht mehr raus aus dem Haus. Da unten ist eine blaue Hütte. Erkennst du die? Oh mein Gott, da ist ein Wald. Alter, nicht das, der in dieser blauen Hütte wohnt, Freunde. Nein, nein, nein. Jetzt mal ehrlich, ich habe doch früher dort Fußball gespielt. Ja. Die Hütte gab's damals noch nicht. Mann. Die Hütte gab's damals nicht, Kevin. Da unten liegen Plastikflaschen rum, die Tür ist offen. Ja, das ist was anderes. Hey, da trinken Leute, die Fußball spielen. Aber die Hütte gab's damals noch nicht. Sollen wir näher ranfliegen, Freunde? Zu der Hütte. Soll ich da ranfliegen, Flexi? Was meinst du? Ja, ja, sicher. Ich bin sicher. Flieg ran, ach, weil die Hütte gab's Angst, nicht. Ey, Leute, ich hab sowas von Angst. Sag jetzt bitte nicht, das ist das Haus von ihm. Ich flieg da nicht hin, Mann. Wieso nicht? Ich habe Angst. Da ist das Haus. Flexi, Mann, vielleicht ist er irgendwo außerhalb. Wir fliegen nicht zu dieser Hütte. Wir gucken uns erstmal um. Vielleicht bitte, könnt bitte, ihr hoffentlich finden sehen. Wir ihn nicht. Mit euch haben wir 2 Millionen Augen. Wir haben nur 4. Ja, okay. Mann, das ist ein Stück Wald, ihr wisst recht, aber Flexi, wir müssen da zur Hütte fliegen. Schon damals habe ich mich nicht in diesen Wald getraut, wo ich Fußball gespielt habe. Du hast recht, Mann, ich fliege da ganz langsam ran, Freunde. Aber langsam. Du weißt, sollte er wirklich dort sein, er darf die Drohne nicht sehen. Warte, warte, ist da? Da ist jemand. Da ist jemand. Nein. Schwarz gekleidet? Oder Schweinsgesicht? Das ist doch, ja, das ist schon ein Schweinsgesicht. Das ist der Serienmörder, der hier gerade frei rumläuft. Nein, bitte, Pork. John Pork? Der ist der John Pork weg. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben den echten John Pork bei uns auf der Drohne. Der war wirklich in dieser blauen Hütte. Ich hab keine Zeit, Freunde. Ich kann nicht mehr. Alle habt ihr recht. Er ist in unserer Nähe. Er ist in unserer Nähe. Du weißt, wir bist nicht weit geflogen. Was sollen wir machen? Wir können nicht mehr aus. Ihr wisst es nicht, aber du bist nicht weit geflogen. Das waren keine 20 Minuten. Der Belieferdienst hat auch schon Panik, Mann. Wie viele Leute nicht mehr beliefert? Das ist sein Zuhause. Das ist sein Geheimversteck. Sein Versteck. Digga, das ist hier um die Ecke, Mann. Ungefähr 20 Minuten entfernt, Flexi. Maximal, Leute. Das ist 20 Minuten von uns entfernt. Das ist dieser Spielplatz, dieser Sportplatz. Warte, der holt irgendwas raus. Stehen. Gut, der hat uns noch nicht erkannt. Er läuft ganz normal. Er soll uns auch nicht erkennen, Freunde. Mann, umso mehr mal zu. Oh mein Gott! Gucken. Der wohnt da echt? Verlassene Haus. Im Wald. Der schlendert durch den Wald wie Schlenderman. Ihr versteht und das doch. Das Krasse ist, so ganz nah am Sportplatz. Wie gefährlich ist das denn bitte? Da kommt ein Stück Wald und nee, dann stell dir mal vor, da bolzt jemand irgendwelche Kids. Und weißt du, warum er jetzt rauskommt? Weil keiner dort ist. Keiner spielt gerade Fußball. Er traut guck sich mal, da ist nicht mal ein Netz im Tor, Mann. Was geht ab?
Wahnsinn! Hat er das Netz weggemacht? Denkst du, der macht daraus irgendwelche Fesseln und fesselt da die Leute? Ich glaube auch. Nee, nicht nur Netze, ganze Fallen. Na. Solche Fallen im Wald. Wo du aus Boden ausgeklappt bist und dann oder so ein Netz hochgehst. Genau, und dann bist du gefangen in diesem Netz, Mann. Ihr kennt doch aus Filmen. Oder diese Treppe, Alter. Bleib hinter ihm! Du musst ihn verfolgen, Kevin. Aber es ist er, es ist John Porter, Freunde, Mann. Ihr seht es. Schwarzer Mantel, Schweinsgesicht. Lackschuhe, Boots, Stiefel, Mann. Alter. Das Einzige, was fehlt, ist noch das Messer, aber zum Glück hat er es nicht. Gott sei Dank. Ich fliege lieber ein Stück nach hinten, nicht dass er uns entdeckt. Was sonst? Alter, wenn wir uns entdeckt, dann geht wieder in den Wald rein. Ich kann aber nicht mit der Drohne in den Wald fliegen, sonst crash ich die wieder. Egal, egal. Ein bisschen näher kannst du fliegen. Ich bleib so. Sehr gut, sehr gut. So. Aber wir wollen wissen, wo er ist. Alter, hat er was gehört? Ich glaube, der hört die Drohne. Aber er hat nicht gesehen. Alter, habt ihr das gesehen? Er hat kurz rausgeguckt. Es war so knapp, Mann. Bist du wahnsinnig, Cayman? Aber ich muss näher ran. Ich brauche bitte, gerade heute in dieser Folge musst du wirklich vorsichtig sein. Hey, wieso ist er da gerade reingegangen in den Wald? Vielleicht echt, der sucht. Leute, lasst jetzt mal noch einen Leiter. Wir haben schon Pop Original gefunden. Der sucht die. Ach, der rennt, wohin rennt der? Dann hat er uns erkannt, Mann. Nein, nein, der rennt doch an uns vorbei. Schau doch mal. Aber wieso rennt er? Ich glaube, der hat irgendeinen Fußgänger gesehen, den Wanderer. Hat er was anderes gesehen? Er schnappt sich jetzt den Wanderer. Vielleicht müssen wir noch irgendwas tun. Wir müssen eingreifen, Mann. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich traue mich nicht hier raus. Alter, der ist jetzt da an dieser Campingfeuerstelle, Freunde. Seht ihr diese krasse Campingfeuerstelle? Da waren davor noch Camper. Der verbrennt. Der hat alles verbrannt, oder was? Der verbrennt da nicht nur. Ich sag's jetzt nicht, Freunde, Mann. Guck dir das mal an. Da sind seine Utensilien. Schau. Und ich glaube, davor waren noch Leute dort. Da nimmt er was. Der macht alles kaputt. Macht er alles kaputt dort? Alter, der echt. Schaut euch mal sein Gesicht an. Er sieht 1:1 aus wie ein Schwein. Wie Matrix-Schwein, so. Ich aus bin der ehrlich, Matrix. Vor ihm habe ich wirklich Angst. Schau mal, wie er aussieht. Leute, ihr seht es ganz klar auf der Aufnahme. Wie sieht er aus? Ich habe wirklich Angst. Schreibt mal John in die Kommentare. Mann, John, bitte helf uns. Ich will ihn nicht herbeschwören. Leute, lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Das Video bis und zum bitte Ende. Auf ID, hilf uns. Bitte. Was wollen wir da machen jetzt? Alter, der ruft uns an, oder? Will er uns anrufen? Nein, der ruft irgendjemand an. Unsere Nummer hat er nicht. Cameron Flexi hat er nicht. Aber ihr habt die Nummer, aber wir nicht. Alter, ihr wisst es. Ich bin so nah. Niemals kann er die Nummer haben. Niemals. Er ruft echt jemand an. Das ist das Opfer an. Ruft sein nächstes Opfer, mein Freund. Ruft ihr nee, uns nicht. Pass doch auf, Mann. Und du weißt doch, in dieser Pfütze kann die Drohne sich spiegeln. Ich weiß, aber er hat es nicht entdeckt. Was? Er geht hinter den Zaun. Alter, der hat Angst, abgehört zu werden, Mann. Was? Er geht extra tiefer in den Wald, weil ihr wisst, im Wald ist weniger Empfang. Alter, guck, Freunde. Er telefoniert und er geht immer weiter in den Wald. Wir haben die Drohne und beobachten den. Wenn der wüsste, dass wir ihn beobachten, dann würde er zu uns kommen und dann würde er das gleiche machen wie unsere Familie, Mann. John Park, ist das der Vater von Pepper Pig? Woods oder was? Ja, von Pepper Woods ist das der Vater. Das ist der Stiefvater, Mann, der ist abgehauen. Weil wir früher Videos gemacht haben wegen Pepper Woods, hat er jetzt einen Hass auf uns, John Park. Du meinst, er ist kurz Zigaretten kaufen gegangen und nie mehr zurückgekommen? Das kann sein. Alter, Leute. Der Vater von Pepper Woods. Du hast recht, Flexi, der geht immer tiefer in den Wald, Ich hoffe, wir verlieren das Signal der Drohne nicht, Mann, sonst haben wir kein Bildsignal. Pass du lieber auf, dass du nicht gegen den Baum fliegst, Cayman. Ich bin sicher, Mann, ich schaffe das. Leute, lasst jetzt alle noch mal ein Like da, dass ihr nicht gegen den Baum fliegt, Cayman. Nein. Nein, nein, nein! Er schaut zu uns! Er rennt auf die Drohne, flieg weiter hoch, weg, Cayman. Wo ist er? Du hast ihn verloren. Wo ist er? Ich kann nicht schnell fliegen, Mann, sonst fliege ich irgendwo dagegen, als die Drohne kaputt. Und das Problem ist, was ist, wenn er gleich hinter uns kommt und die Drohne vom Himmel haut? Er haut die Drohne vom Himmel. Wir sind hoch, wir sind mindestens 5 Meter hoch. Der Typ ist 2 Meter 10, 2 Meter 20. Selbst wenn er springt, kriegt er die Drohne nicht. Aber John ist weg, Leute. Schreibt jetzt noch alle John in die Kommentare. Wo ist John? Der hat den Baum geflogen. Da ist er! Alter, er hat uns. Er versucht abzuhauen, aber er kann uns nicht entkommen, weil wir haben die Drohne. Die Drohne 360 Grad, ab geht's. Guck mal, er will sich in den Baum verstecken. Der kann sich nicht verstecken mehr vor der Drohne. Wir haben ihn noch. Flex, wir müssen von dem Angstmodus in den Angriffsmodus rübergehen. Cameron, wo ist er? Da. Er rennt wieder waldeslang. Aber wir sehen ihn nur noch ganz bisschen. Er ist irgendwo hinter den Bäumen, ihr seht es. Er hat uns erkannt. Der wird gleich da rechts rauskommen, Freunde, ihr seht es gleich. Und er weiß jetzt, dass wir sind, Cameron und Flexi. Weil nur wir machen Drohnen überwacht so gut, Mann. Du weißt es doch. Oh mein Gott, er geht zurück zu seinem Haus, zu seiner Hütte, zu seinem Horrorhaus. Gott, du weißt ganz genau, aber bevor du was sagst, ich werde nicht in das Haus gehen. Ich gehe da auch nicht rein, aber er wird jetzt irgendwas rausholen, Freunde. Und diesen rausholen wird er vielleicht so... Schau dir das an. Das sind sogar 2 Häuser. Das ist, Alter. Eins für ihn, eins für seine Opfer. Meinst du? Eins für sie, wo er wohnt. Und das andere Haus ist der Keller für seine Opfer. Mann, da geht's in den Keller runter. Ich will gar nicht wissen. Fahr mal ran ans Fenster. Der hat seine Hand gesehen. Der hat was in der Hand. Das ist das Opferhaus! Schau mal, wie das aussieht! Der Brechstange, Mann! Ist das ein Opfer? Er kommt. Oh mein Gott.
Der will die Drohne schlagen. Ich sag dir, flieg weiter weg, Vater! Kevin, bitte! Mit der Machete, eine Blutische! Der kommt auf uns zu! Oh mein Gott! Das ist ein Riesenmesser! Ein Messer! Weg, weg, Kevin, flieg weiter, weiter, weiter! Der ist aber so dick, der kann nicht so schnell laufen, Mann! Wer weiß jetzt, Kevin und Flixi? Kevin und Flixi, nein, Mann, auf der Drohne steht zum Glück keine ID! Und das um 3 Uhr mittags! Die Drohne hat keine ID, Mann! Nein, 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 du bist schneller! Oh mein Gott, Kevin, die Drohne ist zum Glück schneller! Mann, der rastet aus, Mann, John Pork, rastet aus! Aber der ist nein, der ist verrückt, der ist verrückt! Der sucht uns in jetzt habt ihr! Flieg weiter weg, sonst haut ihr die Drohne vom Himmel, ich sag's dir! So. Ja, Mann, weiter besser, weg. Oder was? Oh, viel höher. Da hat der keine Chance. Freunde, Mann, das ist so spannend. Ey, ich hab so Angst, ihr liked das Video von uns. Der Vater von Pepperwood. Was macht der? Der will uns was antun, Kevin, ich weiß es jetzt schon. Und das. Wir wissen, wo der wohnt, ihr wisst, wo der wohnt, Freunde, ja, aber ich glaube, er weiß keinem. Jetzt auch, wo wir wohnen. Die Drohne. Nein! Irgendwas steht er hat uns! Ich kann nicht höher! Kein Signal! Kein Signal! Nein, 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 die Drohne nicht schon wieder! Ich will keine neue kaufen! Flieg doch weg! Es geht nicht weg! Es geht die Boote neu! Was ist denn da? Helmen weg! Er hat uns gleich! Es geht nicht, Boote! Er hat uns gleich, bitte! Was wir machen? Im Hofer haben wir unsere Drohne verloren! Neu laden! 100% ehrlich! Und ich habe 100% gesehen, das heißt, sie ist wieder in Ordnung. Junge. Weiter. Ey, sowas Spannendes erlebt ihr hier nur bei Cayman und Flex, ihr wisst Bescheid. Mann, das U steht für Unterhaltung. Da ist er. Okay. Und das Gute ist, guck mal, er rennt uns nicht mehr hinterher. Ich glaube, er ist atemlos. Er ist atemlos? Kennst du Fischer? Ja. Er ist atemlos, aber das ist ein Schwein. John Pork. Der rennt wieder zu sich nach Hause. Meinst du? Da ist doch seine Bude! Aber warum geht er immer in seine Bude? Denkst du, der fühlt sich da sicher in seinen eigenen vier Wänden? Niemand wusste, dass da ein Haus steht und dass er da wohnt. Ich schwör's dir. Niemand hat's gesagt. Die Mutter von ihm ist Tine Wittler. Jetzt hab ich's. Ich schwör's dir. Das kann nur die sein, Mann. Lass ihn wohnen und so. Solange er zu Hause ist, das Gute ist, wenn er dort ist, Was ist jetzt schon wieder? Kevin! Die Drohne ist abgestürzt, Freunde. Nein, Mann, nein! Die Drohne ist einfach abgestürzt. Dann müssen wir jetzt rausgehen, sie holen. Wir müssen raus. Ich geh doch sie nicht holen, Mann. Bist du verrückt? Wir müssen die Drohne holen. Warte, pass auf. Ich hol jetzt die Drohne. Stopp, da ist jemand. Da ist jemand. Was ist das? 3, 2, 1.